und besuchst Neuperlach in meinem Heimaturlaub und kriegst halt mit, dass da halt richtig krass viele Leute drauf sind. Richtig hardcore drauf. Servus und hallo bei Not Another Dope Show. First, ich muss immer noch mein Provisorium tragen und deswegen sieht es aus, als hätte ich einen Vampirzahn. Aber das Provisorium ist das vorne und ich vermute mal, dass da die Zahnärztin einfach Zähne für Kinder oder für Asiaten genommen hat, weil die sind viel kürzer als meine. Das sind keine europäischen. Darum geht es aber heute gar nicht. Weil eigentlich wollte ich euch mal ein bisschen was über Geschichten erzählen, die in Umlauf gebracht werden von Leuten, die zum Beispiel eine Generation auf Heroin bringen möchte. Wer meine ganzen Geschichten so kennt, kann es einmal durchsuchen. Neuperlacher Geschichten, das ist auch eine von den Neuperlacher Geschichten. Aber nicht über meine Jugend, sondern über, da war ich ein junger Erwachsener schon. Ne? Ich habe den Teil zwischen Sudermann-Zentrum bis zur Quiddestraße, könnt ihr euch auf der Karte angucken, wer es nicht kennt, München, Neuperlach, Quiddestraße und dann das Sudermann-Zentrum suchen, bis rüber zum Wohnring und Pep, das ist so ein Viertel, da habe ich einige Leute mit 100 Gramm Hasch in der Woche versorgt und die haben es weiterverkauft. Also kannst du sagen, so das halbe Neuperlach oder fast das ganze Neuperlacher Jungvolk hat mein Zeug geraucht. Zumindest die Hip-Hop gehört haben. Ja. Und Reggae und sowas und Black Music. Vermutlich waren Metaller oder andere Leute, die wo es woanders her gehabt haben, weil es gab verschiedene Sorten von verschiedenen Anbietern. Das weiß ich ganz genau, weil ich habe einige rausgedrängt, weil mir die Preise halt einfach zu unverschämt waren, was die genommen haben. Als dann ich wieder von der Therapie zurückgekommen bin, na, ich war ja auf Therapie, Gefängnis, Therapie, ich war auf Heroin, komme ich so zurück und besuchst noch in Neuperlach in meinem Heimaturlaub und kriegst halt mit, dass da halt richtig krass viele Leute drauf sind. Richtig hardcore drauf. Hacker nicht, Enz leider schon. Ja, die zwei waren ja auch gute Freunde, so ähnlich wie beim Jan und mir das war, waren die zwei auch gute Freunde, die besten Freunde einfach immer zusammen. Und Enz war drauf und Hacker nicht und das hat ihn auch, glaube ich, ganz schön mitgenommen, weil es ist schon hart, wenn du siehst, wie dein Freund abstürzt und wie er ein paar Mal mit dem Tod ringt und alles versucht, davon loszukommen und das auch nicht schafft richtig und so. Und das ist schon heftig. Ich bin so einer wie der Enz, ich bin einer von denen, die drauf waren und abgestürzt sind und Hakan war so einer wie der Jan. Wir haben beide nie, das war nicht ihres. Überhaupt nicht. Ja, also ich komme da hin, krieg das so mit und fange ja wieder an. Ihr wisst ja, ich bin rückfällig und fange halt wieder an und fahre halt einmal nach Neuperlach und habe da halt wieder angefangen, Geschäfte zu machen, damit ich mir meinen Heroinkonsum habe leisten können, weil ich selber durfte nicht kiffen wegen meiner Behördungsauflage, alle 14 Tage, alle Vierteljahre Urinkontrolle und habe da nicht drauf Wert gelegt, dass ich so kurzfristig dann angerufen werde und so, nächste Woche müssen sie ankommen und ja, innerhalb von einer Woche kriegst du das nicht raus und dachte immer, scheiße, was machen wir? Und dann war ich halt über kurz oder lang wieder drauf. Auf alle Fälle, was ich eigentlich erzählen will, ich fahre mit dem Holly nach Neuperlach, um Edge zu kaufen. Und ich sage, hey, pass auf, warte hier, ich gehe mal kurz rein ins SSZ und schau, ob jemand da ist, den ich kenne. Das SSZ war damals das selbstverwaltete Stadtteilzentrum zwischen Quiddestraße, fußläufig, wo würde ich denn sagen,
Ja, Richtung Sudermann-Zentrum, halt, wenn du gehst, dann kommst du, da musst du da vorbeilaufen. Da ist ja so ein Tennisplatz daneben, den man aufpusten kann, wenn es regnet, und im Sommer spielen die halt draußen. Und das so ein Jugendheim. Und damals war es selbstverwaltet. Heute ist es staatlich, glaube ich. Oder ja, auf jeden Fall ist es heute nicht mehr selbstverwaltet. Und ich komme halt da rein und da sind lauter junge Kerle, natürlich alle viel jünger als wie ich, weil ich ja schon zu der Zeit schon 25, 26 sowas war. Und da ist eigentlich ab 18 Schluss. Dann musst du raus, hast du da nichts mehr verloren. Aber keiner von den Betreuern war da. Also bin ich rein und sage, nee, sonst keiner da. Pause kleiner, ja doch, in Husten. Ja, weiß nicht, ist der Ernst da? Ernst, ja, vom Hakan, Ernst und Hakan, kennt ihr die nicht? Ah ja, warte, warte, Mann, dann laufen sie weg. Und dann kommen welche und sagen, du kennst die und so. Und ja, ich bin der Ernst. Wow, was, du bist der Ernst? Ja, von dir haben wir ja schon viel gehört. Und da, 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 da. Na, habe ich voll den Ruf weg gehabt. Als der krasse Dealer. Es wussten ganz viele, dass ich da der Checker bin anscheinend. Die wussten auch, dass ich das mich gecasht haben. Und dann kaufe ich halt so Schuhe und sage, hey Leute, jetzt seid ihr aber schon ganz schön jung dafür, hey, was geht eigentlich ab? Es kommt, der eine zieht halt aus der Tasche einen Riegel raus, das waren 10 Gramm, ein Stein von einem richtig krassen Zeug und von dem hat er mal da sowas runterbrochen und ich habe noch nie so ein Zeug gekriegt, das war so heftig. Und dann, ja, der war vielleicht 17, ja, der war in der Ausbildung. Zwischen 16 und 19 sowas, der hat Einzelhandelskaufmann gelernt. In Perlach, so ein Bekleidungsladen. Auf jeden Fall, das war halt schon heftig, weil ich bin ein paar Mal dahin in seiner Mittagspause oder mal in den Laden rein und dann bei der Umkleidekabine nochmal da bei dem Scheuer gekauft. Auf alle Fälle hat er mir erzählt, es gibt die Geschichte, dass ich früher schon mal drauf war. Und einfach so aufgehört habe und dann wieder angefangen habe, wie lustig ich bin und wieder aufgehört habe. Nein, Mann, das stimmt gar nicht. Ich wäre gerade rückfällig von meiner Therapie. Ich war kurz davor einmal drauf und nicht da davor schon mal. Wir hatten das rumerzählt. Und dann gab es da halt diesen einen Türken, glaube ich. Ich glaube, Türke war das. Oder zumindest hat er sich einen türkischen Namen gegeben. Ja, das war nur ein Vorname. Und der hat wohl so eine Geschichte in Umlauf gebracht, weil der hat auch die Schuhe in Umlauf gebracht. Und ich könnte einen Besen fressen, wenn nicht er derjenige war, der der Polizei die Tipps gegeben hat, wo die Haschverkäufer hocken, weil es die alle hochgehen haben lassen, kurz bevor die Schuhe da war. Könnte schon sein. Hundertprozentig beweisen kann man sowas natürlich nie und das ist alles ja schon so ursuslange her. Gell? Aber manche Sachen sind halt einfach Fakten. Dass im SSZ das verkauft worden ist, dass der mir diese Geschichte von mir selbst erzählt hat, die nicht stimmt. Also voll übertriebene Sachen halt. Gespickt mit Geschichten und Sachen und Teilen, die wahr waren. Zum Beispiel mit Randy die Geschichte. DJ Randy, der hat einen extrem bekannten Namen gehabt. Es war für mich ein sehr guter Freund. Wir waren total eng zusammen. Ich war jeden Tag, weil der halt nicht gearbeitet hat als DJ, war der tagsüber ja da. Und ich habe keinen Bock gehabt zum Arbeiten, also bin ich zu ihm und hing bei ihm ab. Und dann sind wir jeden Tag zusammen gewesen. Und dann bringt der Idiot sich um, weil er den Affen nicht packt und Liebeskummer obendrauf hat. Beides zusammen, also ganz beschissene Kombination. Ja. Diese Geschichten, dass ich mit dem zusammen war, dass ich ein Haschverkäufer war, die waren ja wahr. Aber als der Randy drauf war, war ich nicht drauf. Und der hat aber erzählt, na natürlich, da war er drauf und überhaupt kein Problem. Kennt ihr den nicht? Den Breakdancer damals aus dem SSZ. Der Bionic Dance Crew, kennt ihr die nicht? Ja, alle drauf, hahaha, nimmst doch auch was. Mit so einer Sachen haben sie das gemacht. Die Leute, mit denen man zur Schule gegangen ist, die haben es da dann plötzlich angeboten. Deine Kumpels, mit denen du normalerweise abhängst zum Kiffen,
plötzlich holt er eine Torte raus und bietet es an und lässt es einmal probieren. Hey, probier's einmal. Oft, wenn sie nur zu zweit sind, manchmal auch in Gruppen, aber die da dahinter stecken, sind Familienangehörige, das sind die Onkels, die Väter, die Cousins. Die können es besorgen. Weißt, so war das damals in den 80er Jahren, 1980er Jahren in der Perlach, als die Schori da, das wie eine Welle, wusch, alle die gerne, es war wirklich so, in der Perlach war ein Kifferparadies, die Leute haben da alle gekifft, in jedem Hof, überall waren welche am Kiffen, Bongs, Joints, Airpfeifen, Purpfeifen, die ganze Zeit. Wir haben immer Geld zusammengelegt, was gekauft und gekifft. Oder als ich dann verkauft habe, bin ich hin, habe verteilt und dann haben wir gekifft. Und als die Polizei uns das weggenommen hat, dann waren die Arschlöcher mit der Schori da. Und der Suchtdruck wegen dem Hasch hat die Leute dazu gebracht, nach einigen Tagen nicht richtig schlafen können und verwirrt im Kopf, entweder mit dem Bier, dass sie saufen. Viele in Bayern wissen, das gibt es zu. Ihr substituiert euch, wenn es nichts zum Kiffen gibt, mit einem Bier. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn es so ist. Also ich habe es so gemacht, auf jeden Fall. Und wenn es dann doch was gab, war es wunderbar, weil es war ein Doppelknaller dann. Also in der Zeit, wo ich ein richtiger Süchtling war, wo es mir nur darum ging, einen Rausch zu haben. Und sonst nichts anderes. Ja. Und dann kommt da halt das Ding da so genau richtig. Aus irgendwelchen Gründen sind die Leute gerade scheiße drauf, zack, bumm, überredet. Einmal ausprobiert, aus Neugierde, überredet. Es gibt gerade nichts anderes, überredet. Ich schwöre das, als ich Hasch verkauft habe. Ich zu jedem gesagt habe, wenn er Steckis gehabt hat, komm wieder, wenn du nicht mehr drauf bist. Ich verkaufe dir nichts. Ich verkaufe niemandem, was da drauf ist. Weil ich genau weiß, dass die Leute link werden. Ihr habt alle kein Geld. Komm, bis ist nicht. Geh, tschüss. Hasta la vista, Baby. Das war so. Mein ganzer Kundenstamm, keiner von denen war drauf. Und dann war ich weg. Dann waren sie alle drauf. Inklusive mir später. Welche wieder erwischt. Oh, Bewährungswiderruf wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Boah, mich nervt das alles. Hey, und schon wieder. Lasst es mir doch in Ruhe. Hey, was wollt ihr denn von mir? Und ja, alles in der Zeit, wo man erwachsen wird, rebellisch ist. Und ja. Ich habe das damals nicht verstehen wollen, dass man mich nicht machen lässt, was ich will. Ja. Dass die Freiheit in bestimmten Grenzen nur existiert, dass man nicht wirklich frei sind und so weiter. Das habe ich damals halt überhaupt nicht akzeptieren können. Null. Also, Obrigkeit hat mich nicht interessiert, wenn einer von oben runter mir was sagen will, Fackfinger. Das kam durch das, weil mein Vater halt immer nein, nein und so einer war. Deswegen war ich halt immer ein Dagegenmacher. Ganz schlimm. Ich habe das erst einmal lernen müssen, dass es sehr wohl Obrigkeit gibt und Leute, die mir was zu sagen haben. Zum Beispiel mein Vorgesetzter in der Arbeit. Selbstverständlich hat mir der was zum Sagen. Der kann mir da nicht einfach. Ja, ich kann nicht so mich drüber hinwegsetzen. Das ist schon klar, oder? Bundeswehr war was anderes. Deswegen war ich auch nicht dort. Das hätte ich nicht geschafft. Gott sei Dank habe ich mich da rausschlawinern können. Naja. Na gut, Leute, das war's für heute. Peace out.